Das hier ist der rote Panda, eines der niedlichsten Tiere der Welt. Wusstest du, dass der rote Panda eigentlich kein Panda ist? Trotz seines Namens ist der rote Panda nicht mit dem großen Panda verwandt, sondern gehört zu den Waschbären, Stinktieren und Mardern. Der rote Panda ist ein kleines, baumbewohnendes Säugetier, das im östlichen Himalaya und im Südwesten Chinas beheimatet ist. Sie sind bekannt für ihr charakteristisches rotbraunes Fell, weiße Markierungen im Gesicht und einen langen, buschigen Schwanz. Rote Pandas sind Pflanzenfresser und fressen hauptsächlich Bambus. Aber sie fressen auch Früchte, Nüsse und kleine Tiere wie Insekten und Vogeleier. Eine einzigartige Anpassung der roten Pandas beim Essen von Bambus ist, dass sie einen spezialisierten Handgelenkknochen haben, der wie ein Daumen fungiert und es ihnen ermöglicht, Bambusstängel zu greifen und zu halten, während sie die Blätter mit ihren Zehen abziehen. Rote Pandas sind auch Einzelgänger, außer während der Paarungszeit, wenn sie sich zur Paarung zusammenfinden. Die Weibchen bringen 1 bis 4 Junge zur Welt und ziehen sie alleine auf.